Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Allgut Fax Simulator 2. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Aufgabe habe. Nee, habe ich nicht. Dann gehen wir hier auch auf die Weltkarte und auf schnelle Aufträge. Und nimm auch direkt mal, würde ich sagen, nicht das erste, weil ich gehe jetzt nicht in irgendein anderes Land. Okay. Scheinbar bin ich doch in einem anderen Land. Egal, wir nehmen einfach den Auftrag an, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob das überhaupt deutsche Städte sind. Ja, also sieht mir gerade so nach nicht deutsch aus. Ja, perfekt. Leute, ich muss mal kurz mein Profil hier wechseln. Einen Moment. So, Leute, es geht jetzt los. Ich habe es jetzt hinbekommen. Mein Lenkrad funktioniert auch einigermaßen. Und ich würde dann auch sagen, wir starten den Motor. Und fahren direkt mal irgendwie dahin, wo eine Ausfahrt ist. So. Nicht wundern, dass der Lenkrad nicht direkt so hingeht. Das habe ich eingestellt, weil ich festgestellt habe, dass das ein bisschen schwer ist, ohne das zu machen. Da geht's. Perfekt. Ich weiß gar nicht, kann ich? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Wir biegen direkt ab. So. Und let's go, wir fahren los. Los geht die Fahrt. Ich glaube, in der letzten Folge war ich tatsächlich sogar irgendwie eben nicht in Deutschland, heute schon. Wenn es jetzt ein Game führt, ne, dann fress ich einen Base. Jetzt fährt er auch noch so langsam, der LKW. So. Zack. 80 km/h fahren wir, dürfen wir fahren. Kein Problem. Ey. Oder ich kann keinen LKW mehr fahren. Da ist ein Bus. Jubel klingen auch immer bei jedem LKW anders. Das ist interessant. Ich bin ein LKW-Fahrer. Ey, ich wäre Busfahrer, jetzt bin ich LKW-Fahrer. Irgendwann werde ich noch Taxifahrer. Ja. So, hier war letztens sogar, wo ich privat gespielt habe, durfte man hier rechts nicht rein. Scheinbar darf man es jetzt wieder. Ey, Freundchen, das geht doch nicht. Boah, man's nimmt. Jetzt überholt mich auch noch. Jetzt kommt von links auch noch ein LKW. Und es wird. Also, das geht nicht, ne? Also, Ampel, jetzt mal wirklich. Dann rollen wir halt kurz durch ihn. Macht ja nichts. So, kann der jetzt. Der stellt sich eh gleich von selbst hin. Ich brauche nicht mal bremsen. Ah, doch, musste ich ein bisschen. So. Din. Falls es ein bisschen zu ruckler kommt, tut's mir sehr leid. Ich kann dagegen irgendwie nichts Großartiges tun. Könnte auch mal daran liegen, dass das am Spiel liegt irgendwie. Ja, aber ich kann halt wenig tun leider. Deswegen müssen wir jetzt einfach so fahren. So, 174 Kilometer. 50 in die Kurve, ja, ich fahre fast 60. Oh, warte, was? Wow, hast ein Schild mitgenommen. So, jetzt bin ich hier links. Zack. Und let's go geht die Fahrt ab nach Erfurt, glaube ich. So, wir müssen heute nach Erfurt. Das sehen wir gleich aber am Schild. Eigentlich muss ich hier links. Nee. Na.
Erfurt, ja, Erfurt ist geradeaus. Ich muss gerade. Also Richtung Erfurt fahren wir heute. Von Leipzig aus. Ich war schon sehr oft in Leipzig. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr schon oft in Leipzig wart. Ist auf jeden Fall eine geile Stadt. Da gibt es geile Straßen, Bahnen, glaube ich, heißt die Mehrzahl davon. Fahrt auf jeden Fall, wenn ihr in Leipzig seid und Urlaub dort macht, auf jeden Fall mit einer Straßenbahn. Ist schon geil. Ist halt fast wie ein Bus. Ne? Obwohl auch tatsächlich in Leipzig auch noch Busse fahren. Ne? Die fahren wahrscheinlich dann alle Richtung Straßenbahnhöfen so. Weil irgendwie muss man ja auch dahin kommen tatsächlich. Bei Straßen. Ja, eigentlich. Ja, okay. Ich verstehe nicht ganz, warum es jetzt tatsächlich Busse gibt, wenn da wirklich fast überall Straßenbahnen Ja, Busse sind wahrscheinlich dafür da, wenn du mal irgendwie nur alle 10 Sekunden irgendwann mal raus musst. Ne? So ich. Aber Busfahren in Leipzig ist auch geil. Ne? Also ist schon anders in anderen Städten. Ist schon ganz nice. Wie viel fahren 90? Eigentlich bin ich mir gar nicht so schnell. Aber egal. Sei es ja eh nicht hier. Ne? So, dann fahren wir jetzt wieder Richtung Erfurt. Tanken muss ich auch nicht, hab erst getankt. Wow, fast. Das war knapp. So, let's go. So. Was ich euch auf jeden Fall noch sagen wollte, dass ich bald bei einem neuen Projekt mitmachen werde. Das heißt, seid auf jeden Fall gespannt. Es wird demnächst öfters Minecraft geben, weil ich bei einem Minecraft-Projekt mitmache. Ist so eine Art irgendwie Baro, glaube ich tatsächlich, soll das sein. Also ich habe jetzt im Moment noch keine News von diesem Projekt. Die News bekomme ich halt erst Donnerstag. Wahrscheinlich Samstag geht's dann los. Das Projekt, also Samstag geht's wahrscheinlich los. Nach geht es dann halt wahrscheinlich los schon. Oder wahrscheinlich erst am 24. Ich weiß es nicht ganz. Entweder am 24. oder am 18. Ich denke mal eher, dass es sogar noch bis übernächsten Samstag dauern wird, also bis zum 24. erst anfängt. Aber ist schon nice. Macht bestimmt Bock, dort mit zu spielen. Hab mich ja nicht umsonst dort mitzuspielen. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen, kennt den YouTuber vielleicht. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Wenn viele Leute die YouTuber-Insel kennen, dann kennen sehr viele Leute den. Ich versuche jetzt hier erstmal den LKW zu überholen. Bald habe ich auch Praktikum, das heißt, das ist entweder keine Videos 15 Uhr kommen oder ich Videos halt vorproduzieren. Wahrscheinlich mache ich das. Also, dass ich Videos vorproduziere. Genau. Muss ich aber dann nochmal schauen, wie auch die Zeit dafür reicht, die Videos halt vorproduzieren. Ich habe jetzt nicht ewig Zeit. Ich mache wahrscheinlich die Videos dann, also wenn ich die vorproduzieren will, eine Woche früher. Lieber Gott. So. Bald ist ja auch schon wieder Ferien, ne? Ich muss gleich wieder raus. Ah ne, ich muss hier rechts. Ich kann den nicht überholen. Perfekt. Ich will auch vom Chaos gehen. Och, jetzt verfolgt er mich auch noch. Jetzt verfolgt er mich auch noch. So. Lustig, man darf 80 fahren. Ich fahre nur fast 50 gerade. Denken auch so, ich bin Ausländer hier. Ja. Nichts gegen die Ausländer. Ja, also, das war jetzt nur so ein Satz, den ich gesagt habe. Ich habe natürlich nichts gegen die Ausländer. Aber, also war so, wie sagt man, so alte Opas halt. Die fahren immer so ziemlich langsam. Ne? Aber beispielsweise, wenn du einen Termin hast, die fahren extrem langsam. Warum blinkt der? Ja, also ist schon ein bisschen. Dacht man, wenn man dann unterwegs ist, zu einem Arzttermin. Ja,
weil ich hier gleich wieder rechts fliege. Na, ich glaube, das schaffe ich nicht. Nein, hier nicht rechts rein. Na, ich könnte es jetzt schaffen, wenn... Ja, jetzt kommt der wieder bringt aus. Es ist 80, aber der fährt auch keinen. Deswegen muss hier rechts rein. Okay, dann hier nochmal rechts. Jetzt kann ich hier 80 fahren, tatsächlich. Ist aber nice, dieses Spiel, ne? Also, das finde ich auf jeden Fall ein nice Game. Hat auch bestimmt ewig gedauert, hier die ganzen Städte und sowas zu bauen. Wobei ich jetzt denke, dass die Städte jetzt nicht so ultra hochgehen. Oder, der lässt mich hier nicht rein. Aber ja. Ja, jetzt sind wir schon in Erfurt. Also Erfurt auf der Karte hier unten rechts, ne, seht ihr ja Erfurt da so. Sieht jetzt im Moment ziemlich klein aus. Ja. Hab keinen Unfall verursacht. Musste nur ganz scharf bremsen. So. Nichts 50. Ich fahre schneller. Gebremst. Zu früh gebremst habe ich. Das glaubst du wohl nicht. Oh Junge, ich will einfach Sänger werden. Nee, Sänger. Wenn ich Sänger werde, dann weiß ich auch nicht. Boah, ich habe gerade fast den Motor ausgemacht, weil ich gerade so, jetzt hier wieder rechts. Also Vollbremsung kann man mit dem auf jeden Fall machen. Ich fahre geradeaus und jetzt ab links. Ne? Naja, du bist jetzt. Also du fährst geradeaus. Ne? Und das kommt dann ja wieder rein. Also ich bin dahin geblieben. So, ich fahre jetzt komischerweise wieder aus Erfurt raus. Also hier ist Erfurt schon wieder zu Ende. Das heißt, die Lieferung geht in Erfurt anscheinend. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier bin. Aber ich weiß, dass ich es hier hinliefern soll. Ich bin aber halt nicht. Glaube ich so Trecker irgendwie liefern. Ah, jetzt muss ich einfach nur geradeaus weiter. Okay, nee. Ich muss hier rein. Abschaffen war mit dem Ding hier. Oh, ist doch das Ding hier schon. So. Zack. Bam. Motor aus. Und wir überspringen das Ganze hier. Ey, es hängt. Ah, oh, weg. Ergebnisse jetzt anzeigen. Fortfahren. Leute, ich würde sagen, das war's sogar mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch noch andere Links. Schaut doch einfach mal gerne vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Hat jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Santo. Ciao, ciao. We'll be right back.